Hallo, ich bin Nike von der China-Redaktion. China steht übrigens für Kindernachrichten, also Okay. so von Kindern für Kinder. Und ich bin schon richtig aufgeregt, dass ich dich jetzt interviewen darf. Bist du denn auch schon aufgeregt, nachher auf die Bühne zu gehen? Ja, immer ein bisschen, ne? Ich bin jetzt nie so ein super nervöser Typ gewesen. Also ich hatte nie so super schlimmes Lampenfieber oder so. Aber ich habe so ein, so wie so ein leichtes, angespanntes Kribbeln. Das habe ich schon den ganzen Tag. Was machst du denn so direkt, bevor du auf die Bühne gehst? Gehe ich pinkeln. Das Das ist meine letzte Aktion, bevor ich auf eine Bühne gehe. Ich muss immer pinkeln, auch wenn ich nicht muss, ich muss. okay, wenn man dich im Fernsehen sieht, du kommst immer so richtig gechillt und entspannt Ja, rüber. weil ich pinkeln war vorher. Das ist bestimmt die Lösung. Warst du früher auch immer so tiefenentspannt, dass dich nicht mal die Schule zum Verzweifeln gebracht hat? Naja, also ich glaube, ich habe meine Lehrer manchmal ein bisschen zur Verzweiflung gebracht, aber ich selber nicht. Ich war kein, sagen wir mal, kein Superstreber in der Schule, sondern das Gegenteil. Aber ich war so einer, der, sagen wir mal, nicht immer die Hausaufgaben gemacht hat, aber trotzdem beliebt ist bei den Lehrern. Kennst du so eine? Also so Klassenclown, Streber, der sich so cool fühlt, aber es eigentlich gar nicht ist. Was davon warst du so? Gibt es dafür einen Begriff? Also Klassenclown trifft es, glaube ich, ganz gut. Streber auf gar keinen Fall. Der sich cool fühlt, aber es gar nicht so richtig ist, das trifft es, glaube ich, auch. Okay. So eine halt. Okay. Dann beschreib bitte mal deine Schulzeit in 3 Worten. Schwer. Also Laugenstange. 5-Minuten-Terrine und Mathe-Nachhilfe. Vielleicht was nicht hauptsächlich mit Essen zu tun ah, hat, ja, so okay. Adjektive vielleicht? Ländlich, zäh und aber irgendwie friedlich. Was meinst du mit zäh? Am Schluss hatte ich keinen Bock mehr. So, okay. Wie hast du denn so in meinem Alter, also so mit 13, 14, 15, was hattest du so für Hobbys? Ja, ich komme ja wirklich aus einem ganz kleinen Dorf, ne, Winnweiler. Und ich hatte so Hobbys, ich bin manchmal einfach so Fahrrad gefahren. Weißt du, bin so losgefahren und dann abends wieder nach Hause gekommen und so. Auch manchmal alleine, aber auch manchmal mit Kumpels. Ich habe Fußball gespielt draußen und so. Und bei mir, ich bin in dem Alter, bei mir ging das dann schon los auch mit Computern und so Computerspiele. Aber die sahen dann halt noch total kacke aus und so. Das haben wir auch schon gespielt. Und ich habe viel schon Musik gemacht, auch schon mit 13, 14. Und habe so gab so ein Theater bei uns in Kaiserslautern, da konnte man Statist sein. Also ich habe viele Könige auf Sänften rumgetragen, in irgendwelchen Opern und Operetten und so. Und für das Geld habe ich mir dann einen Computer gekauft und einen Computer gespielt. Okay, hattest du eigentlich ein Haustier? Ja, wir hatten 2 Katzen. Ich auch. Die hießen James Bond und Moneypenny. Okay, das sind ungewöhnliche Namen für Katzen. Und wie ist es heute so als einer der bekanntesten deutschen Musiker? Hast du da noch Zeit für Hobbys? Also für Haustiere nicht, weil ich zu selten zu Hause bin. Für Hobbys irgendwie ist schwierig als Musiker, ne? Weil das ist ja ein Job, der sich ein bisschen wie ein Hobby auch anfühlt, ne? Oder bei den meisten, also bei mir ist es so, dass ich das früher, als ich so normal gearbeitet habe, habe ich das immer so nach der Arbeit gemacht oder nach der Uni oder so. Und dann war das eigentlich mein Haupthobby und wurde dann zu meinem Job so, auch nicht von einem auf den anderen Tag, sondern so schleichend. Und dann irgendwie zu checken, okay, das ist jetzt mein Beruf und ich brauche jetzt ein Hobby daneben, ist gar nicht so einfach. Und in der Phase bin ich gerade. Ich gehe super oft, fahre ich weg und gehe wandern oder so oder mache so kleine Reisen und so. Ich gehe gern tauchen und solche Sachen. Aber so ein richtig steady Hobby wie so ein Fußballverein oder so habe ich nicht. Was ist so dein Lieblingsessen? Und ganz wichtig, was ist deine Lieblingseissorte? Eissorte ist ganz einfach Spaghetti-Eis. Mhm. Und ansonsten Lieblingsessen. Ich bin so, ich gehe super gerne super, super gut essen. Das kann man jetzt auch nicht als Hobby bezeichnen, aber ich mag das gerne richtig von einem super, super Koch was gekocht zu bekommen. Das finde ich total cool. Eigentlich ist mein aller Lieblingsessen ist Gnocchi mit Salbeibutter und ganz viel Parmesan. Okay. Wie findest du denn die Fridays for Future Bewegung momentan? Ja, finde ich super. Also ich finde es total wichtig und finde es total geil,
Vor allem, weil es zeigt, dass, dass da wirklich viel, viel Vernünftiges und viel Schlaues nachwächst und dass die, die Kinder, obwohl sie nach der Schule nur am Handy hängen, dass sie sich trotzdem Gedanken natürlich machen über, über die Welt und das Leben. Und das, das gibt mir wahnsinnig viel Hoffnung für die Zukunft. Wie wichtig findest du persönlich deinen Klimaschutz? Ich sag mal so, es ist jetzt, man kann sich, glaube ich, als normaler Mensch, der wach durch die Welt läuft, kann man jetzt nicht einfach irgendwelchen Müll irgendwo hinschmeißen. Oder ich bin jetzt nicht mehr, ich schaff's nicht mehr, jeden Tag mir einen Coffee-to-go-Becher zu holen. Oder denk ein paar Mal drüber nach, ob ich jetzt fliege oder ob ich jetzt doch lieber mit der Bahn fahre, als jemand, der super viel unterwegs ist. Ich merke, dass das zu mir durchdringt und dass ich darüber nachdenke in meinem Alltag. Einfach weil es nicht nur mir wichtig ist, sondern weil es einfach insgesamt wichtig ist. Das ist gut. Dann kommen wir so ein bisschen zur Musik. Au Revoir mit Sido gilt als dein beliebtester und bekanntester Song. Und für einmal hast du dir sogar den weltbesten Kinderchor aus Afrika dazu geholt und das Musikvideo so mit Einmalmomenten von Fans gefüllt. Was ist denn dein persönlicher Lieblingssong, deiner eigenen? Voll schwer zu sagen, ne? Das ist so, wie wenn du deine Oma fragst, was ist dein Lieblingsenkel? Ich bin Einzelkind, also ich kenne das okay, nicht. Bei deiner Oma, es wäre bei mir, wenn ich jetzt nur ein Lied hätte, wäre es auch leichter. Aber sagen wir mal, eine Oma hat ganz viele Enkel, ne? Und du die fragst, welches hast du am liebsten von den ganzen Enkeln? Dann hat sie vielleicht undercover einen Lieblingsenkel, aber kann das natürlich nicht sagen. Ja. Und manchmal ändert sich das auch. Also manchmal ist der Lieblingsenkel ist so der Dreijährige, aber wenn der dann irgendwann 13 ist, denkt man so, boah. Und dann aber wieder, wenn der 13-Jährige dann irgendwann wieder 23 ist, denkt man so, ah, ist doch ganz gut. So, weißt du? Ja. So ist mein Verhältnis zu meinen Liedern. Wie so eine Oma zu ihren Enkeln. Zwei wichtige Fragen. Ja. Einmal, kennst du das Sams? Ja, klaro. Gut, dann stell dir mal vor, das Sams würde bei dir einziehen und du hättest genau drei Wunschpunkte noch. Was würdest du dir wünschen? Ist Ed Sheeran nicht das Sams? Findest du nicht, dass Ed Sheeran aussieht wie das Sams? Ist es eine Beleidigung, wenn ich ja sage? Also, eine gewisse Ähnlichkeit besteht vielleicht. Eine gewisse sieht 1:1 gleich aus. Egal. Okay, ja, okay, akzeptiere ich. Ja. Stell dir vor, es zieht bei dir ein, du hast noch drei Wunschpunkte. Zieht bei mir ein oder das Sams? Beides, aber jetzt hauptsächlich erstmal das Sams. Okay. Und du hast noch genau drei Wunschpunkte. Was würdest du dir wünschen? Mein erster Wunsch wäre 1 Million Wünsche. Ich habe mir das gedacht, aber vielleicht hast du das Buch gelesen, du kannst dir ja nicht mehr Wunschpunkte wünschen. Ah, stimmt. Dann würde ich mir als erstes wünschen, unendlich viel Geld. Als zweites würde ich mir wünschen, ist ja egal, ich kann mir alles wünschen, ne? Alle Probleme der Welt sind weg. Und als drittes würde ich mir wünschen, dass ich niemals krank werde. Das ist ein guter Wunsch auf jeden Fall. Und das wäre dann auch meine letzte Frage. Nervt es dich eigentlich, fast immer auf deine Cap angesprochen zu werden? Nö, das nervt mich nicht. Also ich kann das sogar nachvollziehen. Warum? Was glaubst du, warum fragen dich alle? Weil es ja irgendwie interessant ist. Sozusagen. Ich finde die Frage aber nicht so, also ich würde eher mal fragen, was ist denn unter deiner Cap? Aber ich werde oft gefragt, wie viele Caps hast du? Das finde ich mega, also selbst wenn ich weiß es natürlich nicht, aber selbst wenn ich die genaue Zahl wüsste, finde ich die Antwort nicht so spannend. Also ich finde es ja eher spannender, was ist unter deiner Cap? Ich habe mal in einem Artikel gelesen, dass du 200 Caps hast. Yeah. Und stimmt das? Oder? Nee, keine Ahnung, ich glaube nicht. Also ich habe ja immer dieselben Caps auf und ich kaufe immer so eine, am Anfang des Jahres so einen Karton davon, bestelle ich immer und die ziehe ich dann auf, weil irgendwann will man die nicht mehr aufziehen und da sind immer 50 drin oder so. Ich weiß nicht genau, wie viel ich habe. Was antwortest du, wenn dich jemand fragt, was sich unter deiner Cap verbirgt? Dann sage ich immer irgendwas Witziges. Die Wahrheit ist, meine Haare werden immer so ein bisschen grauer und die Haare werden immer so ein bisschen dünner und wenn ich die Cap aufsetze, dann habe ich ein Problem weniger. Und mittlerweile gehört zur Wahrheit auch dazu, dass viele ja wissen, wie ich so aussehe und wenn ich eine andere Brille aufsetze und die Cap absetze, dann kann ich einfach so rumlaufen durch die Stadt und mich erkennt keiner.
dann bedanke ich mich für deine Antworten. Gerne. Und ich freue mich schon riesig auf dein Konzert nachher. Und ich würde mich noch mehr freuen, wenn wir noch ein Foto zusammen machen könnten. Ja, klar, gerne.